verehrte Leute, ich möchte euch heute mal den Halbsprung zeigen. Und zwar haben wir hier diese drei Stämme, wo das Pferd ansetzt zum Springen und nur mit den Vorderbeinen auf der anderen Seite landen soll. Das gerät schnell zu einem Trick, was diese lernen, wie das Steigen. Eigentlich soll das sein, dass ich die Energie hochnehme, hopp quasi, und auch selbst hochgehe und in dem Moment, wo die gerade drüber sind, blitzschnell wieder runternehme. Das entwickelt man eigentlich mit völlig anderen Übungen, zum Beispiel indem man Slalom macht, wo man das Pferd wegschickt und wieder ansaugt und wegschickt und wieder ansaugt, damit sich die Energie im eigenen Körper ändert. Und der Halbsprung ist quasi so ein Test. Ich mache den jetzt wieder mit der Fancy, die hier ja mit länger nachgegangen ist. Mal gucken, ob sie es noch kann. Sie bemüht sich. Anscheinend braucht sie da ein bisschen mehr Tempo zu. Rausholen macht man mit seitwärts auf einen zu, da gibt es ja auch schon Videos. Hier, komm! Lass mal in Position bringen, das Pferd. Und hetz! Super, viel besser. Sie braucht dafür mehr Tempo und Pferde haben ja bei uns auch Mitspracherechte, immer im Nettohorsemanship. Wenn sie das entscheidet, boah, ich muss das aus dem Galopp machen, ist das vollkommen okay. Das ist sehr schön gemacht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.